Es war klar! Okay, wir spielen wieder Cards Against Humanity. Ich versuche gar keine Anmoderation mit euch Leuten. Wir haben heute ein neues Deck drin mit Nazi-Stuff, damit wir 1337 Fragen haben. Ich halte meine Schnauze und leg los. Doktor, der Arzt ihres Vertrauens. Alter! Was macht ihr schon wieder? Willst du eigentlich, dass wir alle einen Kopf... Ganz wichtig, das müssen die Zuschauer auch erfahren. Inzwischen ist unser Discord-Server für dieses Projekt, glaube ich, der beste überhaupt, weil alle haben eine 69 im Namen. Und der Server heißt jetzt 69. Und wir haben eine 69 als Profilbild mit einem Blobfisch. Und wir haben 1337. Ja, 1337. Ah, kacke, warum muss man die Karten nicht? Frage. Das hab ich vergessen einzuschalten, ist ab nächste Runde. Ist ab nächste Runde, ja. Wir haben Dr. Selbsthass, der Arzt ihres Vertrauens. Also den kenne ich, den besuche ich sogar oft. Danke. Den kenne ich auch. Ja, und Dr. Scheidentrockenheit. Ja gut. Also, habe ich am meisten Erfahrung mit. Ich nehme Dr. Selbsthass. Habe ich gewonnen? Ja, habe ich. Ja. Geil. Schade. Also ab der nächsten Runde werden die Karten wieder einzeln aufgedeckt. Was ist das für eine Frage? Was? Vorlesen. Immer wenn ich Creamy-Wünsche auf dem Klo ablasse, schaue ich mir Pornos über. Das ergibt keinen Sinn, aber es ist toll. Alter, ich habe so viele guten Karten. Ich habe lauter Scheißkarten. Anders sagen. Also ich muss gucken, dass ich vielleicht nicht so laut rede. Scheiße, jetzt habe ich das falsch genommen. Ich schaue mir das über. Was? Was? Aha, über den Verkauf. Das ist doch keine echte Karte, oder? Ich hoffe nicht. Spontane Selbstentzündung, das ist aus South Park. Die finde ich gut. Die Deutsche Bahn, ja, die Deutsche Bahn. Ja, Deutsche Bahn! Kommt immer zu spät. Ja. Was ist das? Oh nein. Vorlesen. Das selber lieber. Ich hoffe, der Tag ist voller Scheiße. Was habt ihr? Was? Was ist diese? Was ist diese Karte? Ein Stück Butter frittieren. Mach ich jetzt weg. Ja, ich nehme die Karte. Das ist die beste Karte, die ich habe. So. So, hallo? Hi. Marcel da. So, happy birthday, mein Lieber. Ich hoffe, dein Tag ist voller bulgarischen Also, das ist nicht nur mein Geburtstag. Natürlich soll auch voller Kinder mit AFDHS. Ist das von Jan? Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich meine das ernst, ich weiß es. Das ist ADHS und AFD zusammen. Ich will. Oh Gott, jetzt das ist ja klar, aber was ist der Sinn dahinter? Keine ich Ahnung. Weiß es nicht. Ich hoffe, dein Tag ist voller Durchfall. Wow. Straight up. Das war eine vorgegebene Karte, die AFDHS-Kinder. Ich hab die einfach genommen. Nee, nichts mehr machen. So was kann ich mir auch nicht einfallen lassen. Die Lobby hat viel zu viel Einfluss auf unsere Politiker. Was? Macht mich stolz. Was hab ich hier? Die eine Karte muss ich später auf jeden Fall noch spielen, aber jetzt passt sie nicht. Ich möchte mich nur für meine Inaktivität ein bisschen entschuldigen, ich muss erstmal noch wach werden. Ja, er ist gerade aufgestanden an die Zuschauer, aber ist ja verständlich, wir haben erst Viertel nach zwei am Nachmittag.
erst. Ich bin halt nachtaktiv geworden und ich brauche meine 10 Stunden Schlaf. Aber jetzt bin ich in einer guten Situation. Ich sitze 2 Meter neben Wasserhahn. Okay. Die Sex mit einer eigenen Tochter ist okay, wenn es eine Totgeburt ist. Was? Ja. Was? Okay. Erektionsstörung verursachen. Sprachenlernbubble. Pädophile Grundschullehrer. Ja. Also. Hättet ihr gerne so einen Roboter? Das Roboter war halt. Pädophile Grundschüler ist gar nicht mehr so schlecht. Tochter ist okay. Das scheint eigentlich das so mal. Eins. Oh. Ich hab so viele unglaublich gute Karten. Einfach. Ich nicht. Ich hab eine 2 und eine 3. Jetzt dachte ich dir. Es tut mir leid, Ihre Versicherung zahlt nicht für die Schäden, die durch verursacht wurden. Ich wüsste genau, welche Karte ich legen würde. Das ist so leise plötzlich. Ja. Ich stelle gleich mal mein Mikrofon auf volle Lautstärke und trinke dann einen Schluck Wasser. Das muss ich toll anhören. Du hast bei dir zu Hause Wasser? Ja. In Afrika, sich, da geht das ich nicht. Ich wollte gerade sagen, bin ich Afrikaner oder was? Also, es tut mir leid, Ihre Versicherung zahlt nicht für Schäden, die durch eine bestimmte religiöse Minderheit, deren Namen ich jedoch nicht erwähnen werde. Aua. Aua. Da haben wir Deutschen doch mehr Schaden dazugefügt als die. Alter, ich bekomme gerade eine Instagram-Message, danke dafür. Und... Bloody. Die Versicherung zahlt auch nicht für die Schäden, die durch die Vergewaltigung der Brasilianer im WM-Halbfinale 2014 verursacht wurden. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, das war lustig. Ja, da war Jan dabei. Ja. Und durch... Ha, stand er da mit dem Fernglas am Fenster. Die Versicherung zahlt auch nicht durch die Schäden, die durch ein Schwarmwild geworden... Ah ja. Also, das finde ich relativ eindeutig. Das ist nämlich auch meine politische Einstellung. Ein Schwarmwild gewordener Hühner, dafür bräuchte man in Zelda eine Versicherung. Ist so. Meine Kristallkugel sagt mir irgendwas bist. Was ist das für eine Frage? Hä? Ich kann gerade irgendwie nicht mehr eintabben. Hilfe! Hilfe! Jetzt. Also, ich hab laut Discord die beste Ping aller Zeiten, nämlich 42 MS. Nice. Was hab ich schon wieder? Ach, ich hab Klasse. So. Kann mal irgendwer was auswählen oder schreibt ihr alles? Okay, ich glaube, er. Ich habe eine selbst geschrieben und die andere genommen von denen, die ich hatte. So, ab jetzt rollt bei mir die Scheiße ein, die niemand mehr braucht. Der heute nicht. Los, zieht! Alter, das dauert gerade so lange. Ich muss gerade nachdenken, mein Hirn ist komplett gefroren. Ja. Alter. Ich will nur mein Mikrofon auf höchste Stufe schalten. Das dauert gerade so lang. So, ab. Alter, okay. Du war Roll. Ach, vergiss. Ja, ist Hess. Alter, bei mir eskaliert alles. Doch, mein Gehirn ist gefroren. Okay. Was du bist. Das wird sie jetzt aber Judah. Ey, das ist doch alles scheiße. Ich nehme das, weil es so komplett random ist. Einfach. Yeah, yeah. Hey, ich habe heute Mittag auch eine Bockwurst in den Flur geworfen. Fand der Vermieter lustig. Ja, ich auch. Nur war die Bockwurst nicht essbar. War das meine geheime Kraft? Oh, hier, dafür habe ich so viele gute Karten. Das werden wir ja sehen. Ich habe das Gefühl, dass du es nicht hattest.
Jetzt mal mehr, ich hab echt voll geile Karten dafür. Ich glaube, der ist für euch gefallen. Vier Karten, ich weiß nur nicht, welche ich nehmen soll. Wieder. Meine geheime Kraft ist schlecht getimte Holocaust-Witze. Das ist sogar wahr. Was? Ja, das kenne ich. Nicht nur meine geheime Kraft ist, wie soll Pussy aus dem brennenden World Trade Center springen? Das kenne ich nicht so gut. Ich auch nicht. Warum nicht? Meine geheime Kraft ist HIV. Habe ich vergessen. Oh, aua. Danke sehr. Oh, als ob, was ist denn das für eine Karte? Die ist wundervoll. Die war halt perfekt. Über HIV sind sowieso die war besten. Perfekt. Ja. Was möchtest du nicht in deinen chinesischen Essen? Oh, Leute. da habe ich auch was Schönes für. Oh, was nicht. Ich hab so eine unglaublich gute Karte, aber die passt nirgendwo rein. Genauso wie Das kenne ich. Auch. Ich auch. Das ist so schlimm. Also, was würdest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Meine Genitalien? Aha. Wieso? Aha. Die Karte so klein, dass man die eh nicht findet. Ist so. Da braucht man einen Prostitut. Flüchtlinge, die unsere deutschen Frauen vergewaltigen? Also, ich fände die Karte das besser, wenn man. Ich auch ein bisschen wütend drüber. Ich fände die Karte besser. Ich fänd die Karte in der Mitte hätte besser, diese... wenn man Deutsch durch Arisch ersetzt hätte. Ja, das... Das wäre besser, aber... Kennt ihr eigentlich diese komischen WhatsApp-Sticker von Thanos? Oh ja, die so ein Typ die ganze Zeit so in die Klassengruppe schickt. Ja, nicht nur in die Klassengruppe, ich weiß von welchem Typ ihr redet, mir schickt er die auch. Was? Beatrix von Storch bevorzugt. Oh, den Typ, den wir meinen. Ach nee, stimmt, ich kenn zwei Typen. Einen davon kennst du ja noch nicht. Ja, dann ist der, den ich kenne. Ey, ich sag mal, dass der hier schon mal mit aufgenommen hat, der mir das immer schickt. War sehr unauffällig, dass es so ein Typ ist, der. Wer ist das dann wohl? Mit L anfängt. Ist so. Was hast du rum geschickt? Pornos? Was? Thanos-Porn. Ja. Ach, du meinst dieses Sticker, ne? Mhm. Ach, was mache ich denn? Das stimmt sogar. Sag mal, Leute, eine Frage. Was ist eigentlich falsch? Der Jan liegt vorne. Das gibt's gar nicht. Das kann nicht sein. Beatrix von Storch bevorzugt dem Chat auf den Schreibtisch kacken? Oder Saxophon-Solos? Okay. Klar, wer kennt's nicht? Und sie bevorzugt auch ein langsamer Lap. Also meiner jetzt, oder? Ja. Yeah. Warum ist eigentlich bei Jan die Zahl grün? Hä, ist sie? Bei mir ist sie grün. Nee, bei mir ist gar nichts grün. Bei mir ist auch nichts grün. Zur Hölle meine Rasen. Rentiert ist sowas wie lohnen. Irgendwas rentiert sich, wenn es etwas sich lohnt. Oh, ja. Ist so ungebindet, ey. Da habe ich, glaube ich, die perfekte Karte für. Also, da müsste ich schon eigentlich gewinnen. Das ist super, mein... Was? Was? Das ist so von... Nee, die rentiert sich das nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Man kommt drauf an, für wen? Einen Kurt ein Kinder-Country schenken, damit auch mal... Aua! Ich liebe Mann. Diese Karte, die ist so gut! Ich kann war das wischen. Deine Karte, die toll ist? Ja. Nee, die habe ich eben gerade erst bekommen. So. ist mein Lebenselixier, oh Gott. Okay. Ja, Alter. So, da habe ich was. Ich lösche schon wieder so viele Karten hier weg. Na
Die Karte eben war toll. Ja, das merke ich mir. Also, was haben wir denn hier? Ein heißes Durcheinander ist mein Lebenselixier. Aha. Homophobie ist mein Lebenselixier. Ja. Twinzest ist mein Lebenselixier. Was für ein Twinzest? Ich glaube, das ist das mein Zwilling. Kann man sich irgendwas schließen oder nicht? Ja. Habe ich mir aber auch gedacht. Ich wollte lieber nachfragen. Aha. Man muss ja Bescheid wissen. Ja. Ich weiß nicht, das ist alles scheiße. Einfach nur, weil Twinzest ein wundervolles Wort ist. Jetzt ist es schon wieder besser. Der Jan ist nur zusammen mit zwei anderen Erster. Und bald ist er Letzter. Das war... Was gibt es im Himmel tonnenweise? Das wäre toll. Was ist das für eine Karte? Das wäre auch toll. Ja, das da könnte... Was? Meine Karten! Also ich glaube, meine Karte muss ich erstmal erklären. Ich finde das ganz gut. Obwohl, nee, das ist besser. Es gibt ein Lerner-Deck. Ich sehe das jetzt erst. Das habe ich erstellt. Ja, das ist ein Deck. Die einzige. Da gibt's ja. Oh, schön. Also, obwohl, was gibt es im Himmel, Ton? Endlich ohne schlechtes Gewissen zu wichsen. Mhm. Genau, in tonnenweise. Ey, Chris, du hast mir ja Purgatoni empfohlen. Ich will ja nichts sagen, aber das funktioniert so nicht. Ja. Das Großdeutsche Reich in den Grenzen von November 1942. Heinrich Himmler. Aha. Kennt ihr den? Nö. Nein, Großdeutsche Reich. Der SS-Anführer. Ach, sehr gut. Warum sollte es denn nicht Tonnenweise geben? Das ist geschafft. So. Den hatte ich als Karte und es hat einfach wegen dem Nachnamen so gut gepasst. Ist so. Passt gut zu jedem Essen. What the? Jetzt haben wir alle drei Punkte. Auch gut. Ja, ich werde gleich wieder hinlegen. Ganz ehrlich. Und ich find's gut, ich meine. Selbsthass passt gut zu jedem Essen. Okay. Ja. Ja. Jetzt hatten wir schon zum zweiten Mal Selbsthass heute. Karte kommt mir ein bisschen zu oft. Nee, mir nicht. Die passt gut zu meinem Leben. Das ist das zweite Mal, oder nicht? Ich kann mich sehr damit identifizieren, muss ich sagen. Das passt auch oft gut. Rassismus passt auch zu jedem Essen. Alter, das stimmt halt einfach so sehr. Und jeden Morgen dreimal auf die französische Flagge rotzen. Das ist nochmal etwas detaillierter, der Rassismus. Oh. Das ist jetzt schwer. Ist euch mal aufgefallen, wie lächerlich eigentlich die französische Sprache ist? Das ist zwar. Aber die deutsche Sprache ist noch schlimmer. Immerhin, die müssen sich nicht mal Mühe geben, die könnten, die klingen einfach den ganzen Tag über Schwung. Und jedes Wort wird mit so einem Oh. Darum geht's ja. Vingadio, Leviosa. Genau, das ist es. Danke für das ist blaues Licht und was macht es? Ach, das ist ein Filmzitat. Das ist ein eines der intelligentesten Zitate überhaupt. Die Antwort ist, es läuft. Achso, aus welchem Film ist das? Dumbo 3. Aha. Oh. Ja gut, und da überwacht das. Das war da mich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich eine schöne Karte. Okay, also was macht das blaue Licht? Ein Familienfest im Saarland. Aha. Eher gesagt nur hier. Wow. Und nichts, wow. Wie kreativ. Nix. Putin, mein Lieblingsding. Opposition, Pressefreiheit und Schwule. Ja. Das finde ich toll. Ja. Jawohl! Das ist auch eine gute Karte. Ich hab die gerade einfach bekommen und dachte mir, die passt halt perfekt. Die passt überall rein. Ist so. Oder wie ich es nennen würde.
So, ich gehe jetzt mal wieder ganz an die Grenze. Genau wie Flüchtlinge immer. Okay. Moin. Nee. Doch. Also, Ionen oder wie ich sie nennen würde, menschlicher Abfall. Oh nein, nee. Also, Manuel Neuer kriegst. Oder wie ich es nennen würde, die toten Ex-Freundin. Was? Von... So nenne ich Manuel Neuer nicht? Tut keiner. Ja. Der Papst, oder wie ich es nennen würde, oh Gott. Irgendwas, was jetzt kommt, es war so klar! Ja, genau! Es war so klar! Die letzte Frage ist, was sollten wir machen? Was sollten wir machen? Jetzt bin ich vorne! Nee. Easy! Schade, dass mein Papst nicht funktioniert hat. Das war so mein Joker-Card. Schade. Also offensichtlich. Schade, dass mein Papst... Ich gehe heute Abend mit meiner Frau ins Restaurant zum... Hab ich hier Hilfe? Alter, was ist das für eine Karte? Ich hab da nichts Gutes, ey. Doch, hab ich. Okay. Ich gehe heute Abend mit meiner Frau ins Restaurant zum Erdogan. Zum islamischen Staat. Ich hasse euch alle, weil das ist alles schlecht. Also ich werde vielleicht nicht auch mal. Was soll man da sonst nehmen? Ist alles andere scheiße. Das ist ein teuer Restaurant, aber. Ja. Ist so, würde ich auf jeden Fall hingehen. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin. Oh Gott, Jan, die Karte muss, bei der musst du gewinnen. Ich hab nichts, ich mein's ernst, muss jetzt massenhaft. Ich weiß sogar, was im Original da war. Benjamin Blümchen, wer ansonsten? Ja. Und dann hat sich kurz, weil er ja irgendwie die Stimme davon war. Das war so witzig. Warum kennt ihr das? Alter, wer hat da gerade gespielt? Ich hab wieder Wasser aus dem Wasserhahn geholt. Easy. Highlight. Alter, nimmst du das Ganze im Bad auf, oder was? Nein, in der Küche. Sitzt gerade auf dem Klo so. Nee. Ja, genau, so auf dem Klo und Video. Genau. Oh ja. Hört man so ein kleines Klatschen und man denkt sich, okay. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin... Behindert. Ja, das bist du. Danke. Wir haben es geschafft, er hat sich selbst behindert genannt. Hä, das habe ich auch vorher schon. Ja. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Leander. Okay. Das Einzige, was Leander mich jetzt sein. Interessiert, ist, ob das eine Karte aus dem Leander-Deck ist oder eine selbstgeschriebene. Und ich bin nicht Eugene Krabs, sondern dicker Besuch, der dein Klo benutzt und ein Krokantrand in der Schüssel hinterlässt. Ja, ich nehme einfach das Wahrste. Ich nehme das Wahrste. Krokantrand! Wunderbar. Gutes Wort. Möchte ich auch Haselnusskrokant. Ich hätte den Krokantrand genommen. Meine Güte, ist das gut. Oh Gott. Neuer Arsch steht drauf. Der wird. Jetzt hätte ich hier der andere. Ich hätte hier die andere Karte legen. Ja, ist so. Ich hab hier nur Kacke für. Ja, das ist schlecht. Dann mal schön viel löschen. Ja, es kann tatsächlich vielleicht passieren. Okay. Das ist doch gut. Also, er wird... Was? Ein Schneeengel in Matt machen. Was? Okay. Was? Einen Wellensittich mit der Absicht, dich zu quälen. Hä? Die Karte hatten wir schon immer irgendwann. Ja, hatten wir. Das kann so tatsächlich passieren.
ja. Okay. Jawoll! Noch ein Punkt, dann hab ich's! Jan ist nicht letzter, ist schlecht. Ich muss schnell 2 Punkte machen. Und vor allem, guckt mal auf die Gesamtsiege. Ihr solltet euch mal anstrengen. Ja, gut, Hä? Du hast nicht nächstes Mal gewonnen. Was ist? Oh, der andere Typ ist auch. Alter, fettes Opfer. Jetzt? Was, fettes Opfer ist da, oder? Hat er gerade auf Discord geschrieben. Okay, ich hab Discord gerade nur so im Hintergrund offen und mach's halt nicht auf. Was nehme ich da? Alter, Günni, kannst du mal was machen? Ich hab nur Scheiße! So, Bleistift in die Nase schieben wird vollkommen überwertet. Nee, finde ich nicht. Ich war so, dass Teenagers eine tolle Geschichte gefunden, die jemand gepostet hat, wo sich jemand einen Bleistift genommen hat und das in das Pipi-Hole gesteckt hat. Oh, wie passt der überhaupt rein? Tja. Das ist viel zu sehr weh. Du musst übrigens ins Krankenhaus deswegen. Ich stelle mir so vor, wie soll man das dem Arzt erklären? Im Krankenhaus. Wie soll man das dem Arzt erklären? Mein Bruder war heute ganz besonders gemacht. Du hast keinen Bruder. Man kann aber sagen, dass man einen Bruder hat. Alter. Oh Gott, jetzt kommt noch der Fett. Im Schnee essen wird vollkommen überwert. Verpiss dich! Wir sind schon am Aufnehmen! Ja. Mal, wer gleich gewonnen hat. Verpiss du dich! Ja, gewonnen! Nein. Also. Also, wenn du mitmachen willst. Ist doch da noch drin. Ja, wenn du mitmachst. Bisschen hoch, da ist irgendwo.